Heute habe ich ein neues Frisurenvideo für euch und zwar machen wir gemeinsam den Fishtail Braid. Da meine Haare aber etwas zu kurz sind und durchgestuft sind, habe ich den Zopf an meiner Freundin gemacht. Ihr benötigt dafür einfach nur eine Bürste und optional ein Spray. Hierfür habe ich euch erstmal eine kleine Anleitung erstellt und fangen wir direkt an mit Schritt 1. Bei Schritt 1 ist es ganz einfach, ihr müsst einfach eure Haare in zwei Partien teilen. Und dann müsst ihr, wenn ihr mit der rechten Seite anfangt, von der rechten Seite eine Strähne wegnehmen und wie bei Schritt 3 zu sehen ist, diese Strähne dann auf die linke Seite, also auf die gegenüberliegende Seite tun. Und genau das gleiche macht ihr dann auch bei Schritt 4, bloß mit der anderen Seite. Ihr nehmt euch eine Strähne von der linken Seite und tut sie auf die rechte Seite, was bei Schritt 5 zu sehen ist. Und Schritt 6 ist sozusagen einfach nur eine Wiederholung und ihr macht das immer weiter. Ich hoffe, dass euch die kleine Anleitung am Anfang nicht zu sehr verwirrt hat, aber fangen wir direkt an mit dem Haare ausbürsten und dann kommt schon Schritt 1. Ihr teilt eure Haare in zwei Partien. Und dann kommt schon der zweite Schritt. Ihr nehmt euch von der rechten Seite ein Stückchen von der Strähne weg und tut sie auf die linke Seite. Und mit der linken Seite verfahrt ihr dann genauso, bloß umgekehrt. Ihr nehmt euch von der linken Seite ein Stückchen der Strähne weg und tut sie auf die rechte. Und so macht ihr dann immer weiter. Also ihr nehmt von der einen Seite ein Stückchen der Strähne weg und tut sie auf die andere. Also beispielsweise von der rechten Strähne nehmt ihr ein kleines Stück weg und tut es auf die linke Seite. Und von der linken Seite nehmt ihr dann auch ein Stückchen weg und tut es auf die rechte. Und immer weiter und immer weiter. Hier könnt ihr euch das noch einmal genauer anschauen und noch einmal im Schnelldurchlauf, damit ihr das noch einmal besser versteht. Und ich hoffe, dass es nicht allzu kompliziert jetzt war, aber probiert es einfach selber mal aus. Before we leave, let me tell you something. So, und wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte es ungefähr so aussehen, aber seid nicht traurig, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Irgendwann werdet ihr schon den Dreh raus haben. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf ein anderes Frisurenvideo, könnt ihr gerne dort einmal klicken. Und ja, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!